man jetzt den Gnomen nehmen. Da bin ich jetzt schon mal mit Wasser voll. Dann brauchen wir für dich noch irgendwo ein Tröpfchen, ne? Ja, ein, dann wäre ich auch wieder voll. Ja. Mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht genau in den Spinnen laufe, wenn ich hier die ganze Zeit nach oben gucke. Das mache ich auch. Ging mir aber auch gerade durch den Kopf. Irgendwie kriege ich gleich Nackenstarre oder laufe irgendwo wieder rein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Heute sind wir mal wieder zu zweit. Und mein Handy meldet sich auch, okay. Diesmal sind wir wieder zu zweit. Der Kollege, beziehungsweise die Kollegin, die hat ein bisschen Flotten-Otto und ist wahrscheinlich beim nächsten Mal mit dabei. Das nächste Mal wieder mit dabei heißt in der vierten Folge hierauf folgend, denn wir drehen ja immer drei Folgen am Stück. Und ja, was der Plan für heute ist, ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß nicht, ob der Uldi es weiß. Aber da gebe ich erstmal weiter ab. Ja, hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute. Aber gut, dass der Gameplays gesagt hat, das ist sein Handy. Ich habe schon gedacht, er hat einen Vogel. Ja, unsere kleine Motorradprinzessin, dass die uns heute hier fehlt, ist natürlich schon echt traurig. Vor allen Dingen, weil wir mit vereinten Kräften und drei Bögen natürlich schon mal so ein bisschen was hätten machen können. Ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserung. Falls du das sehen solltest, mein Lieber, scheiß dich nicht gleich ein. Wir vergessen dich ja nicht. So, ja, Plan für heute, Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Plan für heute haben. Ich hatte, ja, mein Plan war, dass wir zu dritt durch die Gegend marschieren. Aber ich habe zumindest einen Vorschlag. Und zwar haben wir ja jede Menge Aufgaben, ne? So Überlebensaufgaben, die wir noch nicht That was überlebt refreshing. haben, die wir noch nicht gemacht haben bis jetzt. Waffe verbessern, die Flipflossen basteln, Seegrasstrang analysieren und und. Also wir haben ja jede Menge Sachen, die uns dann auch wieder Punkte geben und XP geben. Dass man da vielleicht mal sieht, das ein oder andere schon mal abzuhaken, ne? Zum Beispiel, wie eine Waffe verbessert wird, wüsste ich jetzt momentan so auf die Schnelle ja nicht. Da brauchen wir die Schmiede für. Und Verdammte den Kacke. Seegrasstrang brauchen wir eine kleine Klinge. Ich hoffe, die reicht, aber ich glaube, es war der andere Dolch. Moment, was habe ich denn noch bei mir? Ich hatte ja auch ein bisschen was schon mal gemacht. Einen kieselchen Speer habe ich. Eine Eichel schon, ein Kieselchen Dolch habe ich, aber das bringt uns wahrscheinlich alles nicht weiter, ne? Wir können das mal ausprobieren. Wir können das mal ausprobieren, ob wir jetzt an das Seegras drankommen, weil ich nehme mal den Dolch, weil ohne Dolch kommen wir nicht dran. Und danach können wir die Flipflossen für arbeiten. Was brauchen wir denn dafür? Flipflossen, dann mal gucken, wo ich die überhaupt finde und ob ich die überhaupt finde und Wo haben so, wir die denn Unterklamotten, bei? ne? Flipflossen, Flipflossen, da. eine Ruderwanzenflosse, Seegrasfaser, wofür wir das Seegras brauchen und Seerosenwachs, was wir ja haben. Genau. Ruderwanzenflosse. Okay. Da müssen wir so oder so abtauchen. Dann würde ich sagen, nimm mal deinen Dolch und dann lass uns doch mal gucken. Ich weiß, es ging mit einem Dolch. Du konntest den Kram nur mit einem Dolch besorgen. Jetzt weiß ich nur nicht, mit welchem Dolch es war. Wir müssen mal gucken. Da müssen Aber wir das. erst brauche ich, glaube ich, ein, zwei Tröpfchen Wasser, Oh damit ich ja, hier oh ja. komplett dehydriere wieder. Du hast ja so recht. Die Chance sollten wir uns gerade nicht entgehen lassen. Vor allen Dingen, weil gerade so schön früh morgens ist, sollten wir eigentlich noch ein paar Tröpfchen finden. Auch das, lieber Mario, ist natürlich keine Anspielung.
Also, hier habe ich schon mal gar nichts. Nee, wundert mich auch, du. Also, ich gucke hier gerade durch die Gegend und... Zauber uns doch mal einen Tropfen. Du kannst das doch mit den Tropfen. Warte mal, hier war doch... Ich meine, hier habe ich gerade einen gesehen. Warte mal. So. Einen könnte ich mir schon mal nehmen, aber das nützt mir, das nützt uns ja nichts. Wie sieht's denn bei dir aus? So, ich bin jetzt wieder... einer ist schon mal besser als gar nichts, ne? Ich habe mindestens halb aufgefüllt, oh, bin ich schon mal. Hier habe ich einen. So, komme ich da jetzt dran? Ja, einen habe ich schon mal. Hast du den einen, den du gerade hattest, getrunken oder in dein Fläschchen gefüllt? Den einen hatte ich getrunken. So, den zweiten will ich eigentlich jetzt gerade mal einsammeln. Erstmal für, wenn's... ich denke mal, wir sollten sowieso noch mal ein bisschen unsere Flaschen füllen auch. Ja, um den Bottich oben voll zu machen, ne? Aber das können wir eigentlich auch gut von den Netzen oben machen. Da sollten... Spätestens morgen früh sind da 6, 7, 8 Tropfen drin. Genau, dann kann man jetzt den nochmal nehmen. Da bin ich jetzt schon mal mit Wasser voll. Dann brauchen wir für dich noch irgendwo ein Tröpfchen, ne? Ja, einen, dann wäre ich auch wieder voll. Ja. Mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht genau in den Spinnenlauf, wenn ich hier die ganze Zeit nach oben gucke. Das mache ich auch. Ging mir aber auch gerade durch den Kopf. Irgendwie kriege ich gleich Nackenstarre oder lauf irgendwo wieder rein. So, interessanterweise sehe ich dich übrigens immer noch nicht. Also, da, dass dein Name irgendwie auftaucht. Nee, das ist seit ungefähr 3 oder 4 Folgen, glaube ich. Dann hat der Mario ja auch noch mal... Seit 6 Folgen, glaube ich, schon, ne? Oder so lange schon, ja, kannst mal sehen. Seit 3, 4 Aufnahmen, also seit 6 oder 9 Folgen wahrscheinlich. Ja, das ist echt merkwürdig. So, siehst du mich hier? Warte. Warte, ich muss erstmal schnell laufen. Moment. Ich hab da schon wieder was am Hintern, was ungesund ist. So, jetzt muss ich mal gucken, wo bist du? Der. Ach, da, da sehe ich deinen Namen, ja, ich sehe dich. An der Ancho-Limo hier. Jo, da kommst. Und da oben, hier an dem Halm, da ist noch ein Tropfen. Da, super. Okay, dann bin ich auch wieder voll. Also dann... Sehr schön. Richtung Wasser, sagst du, ne? Jo, dann ein Dolch in der Hand, weil den brauchen wir dann auf jeden Fall. Wo ist unsere Hütte? Da. Links. Ich lasse aber im Moment noch den Prügel hier, den Ameisenprügel noch zur Hand, weil es vielleicht besser ist. Ja, magst du recht haben. Den nehme ich aber schon mal mit. Den können wir uns nämlich gleich nochmal dörren. Genau, wir müssen auch gucken, dass wir noch unser Dörrgestell und den Grill voll kriegen. Ich pack den schon mal drauf, der wird ja nicht schlecht, außer bei mir in der Tasche. Ich pack den schon mal drauf. Dann gehen wir mal tauchen. Oh, brauchst du zufällig gerade Essen? Nö, im Moment muss ich noch klarkommen. Okay, denn... Oh, ja, denn wir haben hier auf jeden Fall genug Essen. Wobei mir 3 Dinger fast hier schon weggammeln. Die Warte ist gerade gutes Nämlich. Timing. So, 2, 3. Das war jetzt auch in letzter Sekunde, fast wortwörtlich.
Die gammeln doch nicht am Gestell, oder? Nee, aber ich hatte die in der Tasche. Oh, lass mal gucken. Ich glaube, ich dürfte nichts haben, oder? Fliegenbraten. Ach, ich habe doch noch einen Fliegenbraten hier. Den kann ich doch eben. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Ja, genau. Oh, Braten wird dir auch gammelig. Genau, auf jeden Fall essen. Der ist nämlich aber noch halbwegs gut. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal baden. Wa? Dann gehen wir mal baden. Ist heute schon Freitag? Wie sieht dein aktueller Trinkbedarf aus? Das ist noch okay. Okay, dann gehe ich einmal dran. Ein Tröpfchen habe ich ja auch noch in der Flasche, ein Tropfen Wasser zumindest. Okay. Ah, hatten wir nicht unsere Strohhalme zum Tauchen, die Masken? Nee, die haben wir noch gar nicht. Ach, die wollten wir machen, ne? Die wollten wir auch machen, genau. Ich guck mal auf der Herstellung. Da bist du schon abgetaucht. Nee, ich tauche einfach so ab. Wir schaffen das auch so. Vorausgesetzt. Guck mal, hier unten, die Dinger sind das hier. Und dafür braucht man einen Dolch. Das kriegen wir auch nur mit einem Dolch hin. Ja, ich hab den falschen. Ich seh dich doch nicht. Ach so. Oh, warte halt. Hier. Wo bist du? Ich hab dich gerade noch gesehen. Ah, da, okay. Die Dinger hier unten. Die einzelnen. Hier, die hier. Brauch ich was drin? Da brauchen wir eine Hacke für. Nee, er zeigt mir an irgendeinen anderen Dolch. Und ich weiß auch, es geht mit einem Dolch, den du dafür brauchst. Er zeigt dir eine Hacke an. Halt, Moment, alles gut. Ich muss nur mal eben auftauchen. Alles gut, ich habe die erste Seegrasfaser erwischt. Ah, dann hast du den richtigen Dolch. Okay, perfekt. Dann hab ich den nicht. Ein Kieselchen-Dolch wäre das. Ah, okay. So, jo, dann ernte da mal richtig einmal ab. Dann versuchen wir noch mal einen, aber da müssen wir halt immer schon so ein bisschen runtergehen auch, ne? Ja, da müssen wir auf jeden Fall runtergehen, genau. Dann kann ich mal gerade gucken, ob ich eine Wanze finde. Da brauchten wir ja irgendwas jetzt von, ne? Ja, genau. So, aber wir haben halt immer das Problem. Oh, ich glaube, da war das Seegras, das dünne, das müsste das eigentlich sein. Komm, bleib hier, dich nehme ich mit. Kaulquappe, schön hier bleiben. So, jetzt da hoch. Wir haben halt immer nur so ein paar Sekunden, dann noch 10 Sekunden bis zur Oberfläche. Blub, okay. Oha. Wieso kann ich den nicht hauen mit meinem Dolch? Ich will mal sehen, dass ich wieder an Land komme. Dann erstmal, oder zumindest irgendwie auf dem Blatt oder so, dass ich aus dem Wasser rauskomme. Oh, der Goldfisch kommt. Pass auf, ich weiß nicht, ob der jetzt gleich bei dir ist, aber ich sehe, der ist ziemlich nah bei dir. Er ist direkt unter mir. Okay. Leute. Na, ja, alles gut, er ist weiter geschwommen. Ich bin auf dem Blatt jetzt. Okay, er ist weiter geschwommen, taucht da vorne ab, alles gut jetzt. Jetzt können wir hoch. So, ich will mal gucken, was habe ich denn jetzt an 6 Seegrasfasern. So, ist nicht das meiste, Leute, aber er hat 6 Seegrasfasern. Wie viel braucht man? Ich weiß nicht mal wofür. Wir müssen ja nur analysieren erstmal, ne? Bist du noch da? Ja, brauchten wir die nicht für die Du, dein Mikro spinnt wieder. Ich kriege hier halbe Sätze. Brauchten wir die nicht? Ach Gott, nö. Das kam locker rüber. Oh. Brauchten wir die nicht für die Schwimmflossen? Oh, ich guck mal eben in die Herstellung. Flipflossen, dafür brauchen wir. Nee, da braucht doch die Seegrasfasern.
Und die Ruderwanzenflossen, die brauchen wir nämlich dann gleich 8-mal für 2 Flossen. Und die Frage ist, was sind Ruderwanzen und womit kriegen wir die kaputt? Das sind auch irgendwelche Viecher, die hier rumschwimmen, sehen wirklich aus ähnlich wie Wanzen, nur haben die irgendwelche Ansätze an den Hinterbeinen, mit denen die dann paddeln. Wie so ein Frosch? Wie so ein Frosch? Hast du mich verstanden? Ja. Okay. Meinst du, wie so ein Frosch sehen die aus? Nee, das ist eine Kaulquappe. Nee, das ist. Eine Kaulquappe ist ja eine Kaulquappe. Die sieht ja nicht aus wie ein Frosch. Dann so ungefähr, genau. So ungefähr. Woher erst nochmal. Nur ich glaube in braun, ne? Ich glaube, die sind braun. Oh, Leute, irgendwie. Was denn? Aus dem Wasser. Hast du Spinnen am Hintern? Nee, ein Koi. Oh, okay, noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer. So, darum bewegen wir uns erstmal nach hier. Ich würde sagen, wir können auch gerade mal analysieren, ne? Der kommt nämlich wieder genauer auf mich zu. Jo, dann lass uns da mal gucken. So, was wir haben, dann haben wir. Warte mal, was brauchten wir denn für so ein olles... für so einen Wegweiser. Wir brauchten Kleeblätter, ne? Und ich glaube, Stängel hier, so da die vom Pusteblumenstängel oder irgendwie so weit, kann das sein? Nee, die nicht. Ja. Aber irgendwas brauchten wir doch noch. Ich sammle mal gerade hier ein, den ganzen Scheiß. Bist du noch im Wasser? Nee, ne? Nee. Ich bin Richtung Basis gerade, aber ich laufe jetzt mal in deine Richtung. Ach, da hinten, ich sehe dich. Aber das ist echt nervig, wenn ich deinen Namen nicht über den Kopf ziehe. Ja, das ist echt blöd. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Apropos, wenn denn irgendeiner von meinen oder von Oldtimers-Zuschauern eine Ahnung hat, woran das liegt, haut das doch mal gern in die Kommentare, damit wir das Problem aus dem Weg räumen können. Welches meinst du jetzt? Das Problem, dass du meinen Namen nicht siehst und mich später auf der Entfernung gar nicht siehst. Wir haben ja so viele Probleme, deswegen war ich gerade irritiert. So, ich schnapp mir noch mal hier ein paar Pillen, wenn wir gerade schon direkt vor der Haustür sind, ne? Ja, genau, nimm mit. Haben wir zwar auch am Wachsen da bei uns, aber... Ja, was wir haben, haben wir, ne? Genau. Dann nehme ich die hier auch nochmal mit. Und hier. Ollen Läuse hier, die sind mir wieder so schnell heute hier. Da kriege ich ja. Ich wollte schon sagen, wir kriegen hier nicht mal ein paar Braten zusammen. Aber läuft. Ja, dann lass uns doch mal analysieren gehen, oder? Analysieren in der Eiche oder wo waren wir? Ja, wir sind ja schon hier, ne? Da müssen wir nur aufpassen wegen Spinnenviecher, ne? Noch ist gerade alles safe hier. Hier ist alles gut. Okay, dann schauen wir mal. Okay, dann analysieren wir mal. Analysieren. So.
Der Analysator. So, dann haben wir die Seegrasfaser. Analyse und schwimmende Markierung und Pflanzenfaser haben wir jetzt entdeckt. Okay, was uns da zwar was wir nicht entdeckt haben, sind die Flossen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich die Wanze. Die Wanze. Aber wir können das Kiemenrohr herstellen, ne? So, ich kann hier auch nochmal das Kaulquappenfleisch analysieren. Kiemenrohr. Ja, Seerosenwachs haben wir, aber Seidenseil haben wir. Doch, müssten wir auch haben, ne? Ja. Seidenseil müssten wir eine Basis haben. Ja, sollten wir noch da haben. Nur für den Blasenhelm, da fehlt uns halt noch versunkener Knochen. 5 Stück pro Helm. Ja, finden wir auch in irgendwelchen Höhlen, war das unterirdisch. Unter Wasser. Das sind dann die Schuppen von dem Karpfen. Die sind in der Erde verbuddelt. Ich frage nicht, aber der Rumpf. Da brauchen wir halt die für die Larvenklinge, Larvenstachel. Also da ist noch hier ganze Ecke, die wir noch entdecken können, denke ich mal. Ja. Und die wir auch noch fertig machen müssen, wie zum Beispiel Reparaturwerkzeug haben wir noch keins. Mhm. Rüsselkäferschild. Aber das können wir doch, glaube ich, schon, ne? Guck mal, für den Kieselchendolch, den wir da brauchen, um den Seegras zu schneiden, brauchen wir gar nicht viel. 2 Steine, 2-mal grobes Seil und 2-mal Seerosenwachs. Also rein theoretisch könnten wir die ja aus der Basis schon herstellen, ne? Oder in der Basis, dann hättest du da auch schon mal einen. Ja, das stimmt, ja. Ja. Haben wir Basis? Ja, auf jeden Fall. Warte mal, lass mich mal gerade gucken, was wir hier noch brauchen. Fliegenpelze brauchten wir ja noch, ne? Für den Bogen. Ach nee, wir haben doch den Bogen, ne? Wir haben noch den Bogen, den haben wir doch. Letztes Mal haben wir doch Fliegen gekillt ohne Ende. Huhn und Ameisenbrocken. Dann haben wir das Reparatur. Mit unserer Prinzessin Maria. Genau, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal gucken, dass wir das Reparaturzeugs fertig machen. So, Leute, wenn ich ein bisschen schmatzen sollte, dann liegt das an den Lakritzbonbons, die ich mir gerade so rein zu. Oder das hört sich nicht so gut an. Wissen das bei euch, Leute, gibt ja eigentlich immer so die 2 Fraktionen. Ne? Die einen sagen Lakritz, die anderen sagen Weingummi. Wie sieht denn das bei dir aus? Was bist du denn so für der Typ? Ganz klar Lakritz. Norddeutsch, ne? Wir Norddeutschen haben es halt mit Lakritz, ne? Ja, da seid ihr nicht anders im Robot. Dann am besten noch das Dänische oder so, ne? Oh ja. Salzig, richtig salzig. Meine Schwester hat in Dänemark lange Jahre gewohnt und da gearbeitet. Da hat sie mir immer mal wieder was rübergeschickt, ein paar Dosen und sowas. Richtig geil. Ja, wir haben uns die auch schon, also ich habe mir die auch schon ein paar Mal aus dem Internet bestellt. Frag mich jetzt nicht, wie sie heißen, aber das ist so richtig salziges Zeug, richtig gut. So Leute, und wie sieht's mit euch aus? Seid ihr mehr die Weingummi-Fraktion? Oder sagte, nee, Lakritz ist das einzig wahre. Also Weingummi lehne ich ja auch nicht ab. Ich ja auch nicht, aber so, wenn ich mir aussuchen darf, entweder oder, dann würde ich schon in der Regel eher auf Lakritz gehen. Mhm, ich auch. So, das ist noch nicht fertig. So, für den kurzfristigen, dann gucken wir mal oben nach den Tropfen. Oder der tut Not, weil das war mein letzter. So, ich habe das Reparaturwerkzeug mal fertiggestellt. So, wie sieht's bei dir aus mit
Tropfen mit Wasser, meine ich, so Flüssigkeit. Oh ja, gut, dass du sagst. Weil noch hängt hier, hängen zwei Tropfen. Ich habe mir zweimal in die Flasche gepackt und haue hier schon mal ein bisschen wieder was super in den, ins Eimerchen. Ne? So, ein Tropfen lasse ich drin, ein Tropfen haue ich lass, rein. Lass uns den mal ruhig in den Eimer schon wieder mit reinklatschen. So, warte mal. Ich habe voll, das heißt, antippen zum Einlagern und dann nehme ich mir den mal. Das war den Bottich erstmal hier voll kriegen, war. Dann haben wir da 1, 2, 3 Tropfen oder so drin. Also, das heißt, dann wollen wir jetzt ein bisschen basteln gehen. Hast du dein Messer schon gemacht? Dein Messerchen? Den Dolch? Ja, den Kieseldolch. Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also, warte mal, was hatten wir denn da gesagt? Das war Kieselchendolch, grobes Seil. Ach, da habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn, ja, jetzt habe ich ihn. So, dann. Wir können auf jeden Fall auch die Schleimlaterne fertig machen. Die bringt zum Beispiel unter Wasser was. Ja, ja, aber das. Brauchen die wir brauchen wir. Warte, warum? Seegrasfaser brauchen wir dann nur für, dann hätten wir das auch. Warte mal, Seegrasfaser hau ich dann eben hier schon mal in den. In die eine Vorratskiste. Gut, dann zwei fehlen noch. Müssen wir uns die noch besorgen? Warte mal, ich hau dir die mal gerade hier schon mal rein. In den, ja, in den zweiten, da ist gerade Platz. Dann kannst du dir die schon mal nehmen. Interessant wird es, glaube ich, ja sowieso erst ab dem, wenn wir da auch länger unter Wasser, achso, da bist du drin, wenn wir länger unter Wasser bleiben nee, können. Der, also in den ersten hier, da liegt das Ding drin. Ja, genau, dann wird es auf jeden Fall interessanter. Die Schleimlaterne. So. So, ich habe hier noch ein bisschen Klee. Und mal gucken, haben wir hier schon irgendwo Klee drin? Dann können wir das nur noch mit zupacken. Da. Aber auch nicht, oder? Da haben wir das schon wieder voll. So, das kommt da noch mit rein. Dröges Gras habe ich noch. Haben wir das irgendwo hier noch? Das ist ja die Seegrasfaser. Da haben wir kein Gras mehr. Höchstens noch, da bist du gerade. So, kannst. Also 10, 10, 10. Ist da trockenes Gras? Ja, dann packen wir das da noch zu. Dann haben wir auch wieder 10 voll. Die Pflanzenfasern ziehen wir auch noch damit rein. So. Verdorbenes Fleisch können wir auch damit reinpacken. Oder wofür brauchen wir verdorbenes Fleisch? Das können wir oben nehmen als Dünger für unsere Pilze, die wir anbauen. Für die Pilzkultur, ne? Da kommt dann immer ein verdorbenes Fleisch rein, ein Pilz und dann klappt das so. Will er nicht. Du musst erst ernten. Ist noch Zeit bis zur Ernte. Ach so, ja, dann geht's noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, so. Irgendwie, warte mal, die Werkbank, die zeigt mir immer noch ein Kieselchenmesser an, was da hergestellt wird oder dahinter oder so, keine Ahnung. Dann stell das nochmal her. Wir benutzen. Jetzt zeigt das mich nicht an. Also ich habe ihn ja auch, ich brauche ihn ja nicht mehr. Wir könnten, aber wahrscheinlich ist er noch aktiviert oder so, keine Ahnung, ganz merkwürdig. Aber okay. So. Schnappt mir mal einen Läusebraten noch. Ja,
Hast du nicht noch auch noch Läusefleisch für den Grill oder hast du das schon alles drauf? Ich hänge hier alles drauf, weil Grill, das wird ja auch irgendwann gammelig, ne? Das hat ja ein Verfallsdatum. Also alles dörren, wenn es geht, alles. Ja, aber dörren. wenn der Dörrtisch voll, dann hier drauf, damit wir auch für kurzfristig was haben, ne? Ja, dann auf jeden Fall eben. Was sagt denn wieder die Uhrzeit? Ist schon wieder 21 Uhr. Lass uns doch einfach mal kurz schlafen, dann können wir nämlich gleich morgen früh nochmal losgehen und Seeglas besorgen. Oder was meinst du? Ja, ist eine gute Idee. Ja, Leute, und beim Schlafen müsst ihr uns ja nicht zugucken, ne? Das können wir ganz schön alleine. Wir sind schon erwachsen und groß. Und ich würde sagen, seid gerne in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir dann gleich frühmorgens aufstehen und mit neuem Elan bei der Sache mit bei sind. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin und ciao. Ja, dann von mir natürlich auch. Hoffe, hat euch gefallen. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass die halbe Stunde schon wieder voll war. Kam mir jetzt bei mir vor. So Leute, dann sage ich gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut und ciao, ciao.